Okay, es geht los. Initialisieren. Und los geht's. Loading hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Connection with subject has been established. Lauter drehen. Okay. Scan biometric parameters. Oha. Initiate sequence. Protokoll, Type, nein. Rest konnte ich nicht mehr lesen. Ah, Subject X2102, Cycle 13, Start, yes, no. WASD zu bewegen, kommt mir bekannt vor. Es ist aber verhältnismäßig dunkel, alles. Bis auf den Monitor. Maus 1 to interact. Würde ich sagen, interacten wir mal. Okay. Nichts passiert. Oder soll ich einfach mal Y verdrücken? Ich drücke hier mal Y. Nichts passiert. Okay. Ob wir hier irgendwo einen Lichtschalter haben? Let's los. Okay. Let's go. Go, 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 go. Hier ist es verhältnismäßig dunkel. Bis auf den Computer. Ah! Auf die Tastatur müssen wir drücken. Prepare Environment. Es hört sich so an, als wenn das hier alles irgendwie eine Simulation wäre, in der wir leben. So wie in echt. Section. Has been activated. Authorize related objectives. Okay. Das ist ein Lichtschalter, würde ich sagen. Drücken wir mal drauf. Ah, es wird hell. Ah, so sieht's hier also aus. Okay. Fast wie zu Hause. Nur nicht ganz. Das sieht auf jeden Fall hier schon ganz schön gammelig aus. Das ist doch ein 286er, den wir hier stehen haben. Oder ein 386er oder so. Was haben wir hier alles Cooles? So, Schranktüren gehen nicht auf. Okay, erstmal hier ein bisschen umschauen. Steht hier ein Name drauf auf der Tür? Ein Strichcode, okay. The eyes are watching. Okay, hier ist Doorhandle, ein Türgriff. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Also wir müssen irgendwo, wo diese komischen Augen sind, müssen wir anscheinend draufdrücken, so wie hier. Okay, fängt an zu flackern. Oha, oha, oha. Hier auch nochmal. Oder war das eben, wo wir, als wir auf die Tastatur... Achso, diese Augen sind anscheinend nur in der Nähe von dem, wo wir draufdrücken müssen. Hier die Kiste. A taped card box that needs to be cut open with something sharp. Hört sich sinnvoll an. Also irgendwas Scharfes suchen. Kann ich die Schubladen hier aufmachen? Nö. Nee. Machen auf jeden Fall komische Geräusche, die Schubladen. Okay. Da liegt ein Plastikbecher. Im Chat geht's voll ab. Party! Party am Montag! Disco im Chat am Montag. Yes! Wildes Flackern, sehr gut. Die Disco-Lichter leuchten. Perfekt. Sehr schön. Ah, haben die Tür aufgekriegt. Okay, gut. Oh, nächster Lichtschalter. Wird's auch hell im Flur. Okay, okay, okay. So, Uhrzeit, es ist 10 Uhr, 2 Stunden vor Geisterstunde. Clock without a battery. Ach, sie ist stehen geblieben. Oh, vielleicht ist sogar schon mitten in der Nacht. Okay, schauen wir mal weiter. Hier ist ein Griff dran, Tür geht nicht auf. Okay, andere Tür. Die geht auf. Noch irgend? Hier ist auch eine Tür. Die geht auch nicht auf. Ein Gang, das ist in Ordnung. Sehr gut. Okay, hier ist irgendwas nicht allzu Leckeres gekocht worden, würde ich mal so sagen. Thomas! Der Kater hat sich dick und rund gefressen. Ja, genau. So, okay, also hier sollen wir wieder den Lichtschalter anscheinend drücken. A fixture for a light switch. Was heißt denn fixture? Dass der zugeklebt ist? Auf jeden Fall irgendwas nicht allzu Leckeres auf dem Tisch, würde ich sagen. Hier ist leider auf dem Tisch
Okay, unser Cursor ist auch ein bisschen weg. Okay. Zur Hölle. Okay. Jetzt unser Cursor wieder da. Jetzt ist unser Cursor wieder weg. Also hier können wir anscheinend nichts anklicken, so wie es mir scheint. Aber irgendwas macht hier Geräusche. Hm. Okay, okay, okay. Ah, ein Sicherungskasten, oder? Electrical box for a breaker. Einer fehlt. Okay. Sonst noch irgendwas? Oh, wir können das Licht auch wieder ausschalten. Das macht aber, glaube ich, keinen Sinn. Gucken wir mal weiter. Hier muss eine Tür aufgegangen, glaube ich. War das die hier? Machen wir mal den Lichtschalter an. Ah, okay. Gut, hier haben wir was. A row of books with a gap for one book. Also ein Buch fehlt hier anscheinend. Oh. Telefon. Eine Türklingel. Okay, ich würde sagen, der gute Kollege hat Asthma. Gucken wir mal weiter. Da hinten flackert's. Hier ist Licht wieder ausgegangen. Und es bleibt aus. Oh, jetzt ist hier das Licht auch aus. Jetzt können wir hier nichts mehr machen. Perfekt. Der braucht erste Hilfe. Ja, einmal Wiederbelebung, bitteschön. Aber das sieht mir hier nicht mehr so allzu vertrauenserweckend aus, so dunkel wie das alles ist. Vielleicht sind die Sicherungen hier raus. Können wir aber nicht wieder anschalten. Gehen. Wir wollen doch Schritte. Macht die Tür hier schon auf? Lass die. Okay. Hier ist was. Was ist denn das? Light Switch. Ah, für die Küche, glaube ich. Und hier haben wir eine Waschmaschine. Die können wir doch bestimmt aufmachen. A stuck washing machine that requires a tool to open. Okay, Waschmaschine, die wir irgendwie mit einer Gerätschaft aufmachen können. Okay. So, dann gucken wir doch mal, wo brauchten wir den Licht? Das war hier in der Küche, glaube ich, oder? Wenn das denn die Küche ist. Ah. Ist die Küche. Okay. Ui, ich würde sagen, hier hat jemand ziemlich rumschweineriert. Sieht alles nicht ganz so lecker aus, was hier gekocht wurde. Das könnte der Code für die Tür sein. Ich glaube, da war auf der linken Seite vor der Tür gegenüber von der Gegensprechanlage war so ein Zahlen-Ding. Das wahrscheinlich die Alarmanlage war, würde ich mal fast tippen. Hier ist das Radio. Das können wir schon anschalten. Oder auch nicht. Antenne ist kaputt. Okay. Können wir die Schränke aufmachen? Nö. Können anscheinend nur. Ah, wir können alles nur benutzen, wo Augen dran sind, so wie es mir scheint. Perfekt. Da ist das Buch doch schon mal fürs Regal. Sehr gut. Ein Buch. Mehr ist hier auch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Regal. Das war, glaube ich, hier. Ist alles dunkel. Schalten wir wieder an. Okay. Das machen wir wieder zu. Okay, gut. Hier war das Regal mit dem Buch auf jeden Fall. Okay, ich bewege mich dann erstmal kurz. So, erstmal Sport. Okay, okay, okay. Weiter geht's. So. Okay, also wir stellen das Buch mal hier rein. Passt. Alles düster. Okay, dann trinke ich erstmal was. Ah, danke, danke. Der irgendwo ist. Ach, der Fernseher ist angegangen. Und den können wir hier bedienen anscheinend. Missing a TV Remote. Okay, den können wir noch nicht bedienen, weil wir die Fernbedienung brauchen. Finden wir im dunklen Raum natürlich perfekt, die Fernbedienung.
Nur zur Beruhigung. Ja, vielen lieben Dank. Was war denn das? Ah, hier war noch kein... Hier war noch gar nicht die Tür auf, oder? Was haben wir hier? Ist das eine Polaroid? Handpalm-Scanner, Handflächenscanner. Okay. Können wir die auch benutzen? Nö. Okay. Hier ist ein Sharp Cutter. Ein Scharfer Cutter für den Karton. Machen wir erstmal wieder Licht an. Gucken hier, aber Fernbedienung haben wir noch nicht. Ich hoffe mal, die ist im Karton. Wäre ja ganz nett. Hier war doch eigentlich... Hier ist ein Lichtschalter für den Flur. Ah ne, das ist die Gegensprechanlage. Okay. Dann müssen wir wohl erstmal wieder zurück zum Karton. Hier macht irgendwas komische Geräusche. Das Atmen hört sich so an, als wenn es aus dem Zimmer kommt. Alter, das ist ganz schön eklig. Ich weiß nicht, ob ich das Licht anmachen soll. Scheiße, der atmet uns direkt so komisch asthma-mäßig an. Ich mach mal Licht an, ich hoffe mal, dass dann weg ist. Ich gehe erstmal einen Schritt zur Seite. Oh, Alter. Das atmet mir ins rechte Ohr, ich krieg... Ah, die Nackenhaare stellen sich auf. Okay, ich mach schnell Licht an. Okay, es ist verschwunden. Alter, das war ganz schön eklig. Oh, und auf dem Computer sind komische Textzeilen. Sieht ein bisschen abgestürzt aus. Okay, ich mach schnell den Karton auf. Und guck, was drin ist. Die Fernbedienung, perfekt. TV Remote. Und die können wir für den Fernseher benutzen. Dann machen wir den Fernseher doch gleich mal aus. Alter, das war ganz schön eklig, dieses Atmen. Okay, ich mach mal... Der Fernseher ist schon aus. Okay, können wir ihn wieder anmachen? Ah! Das ist ein Dutt. Okay... Specimen has been released into Section 1. Increased threat level of subject. Okay. Oh shit. Das war ein Bild. Das letzte Bild war von dem Badezimmer, wo so eine Schublade drunter war. Ich glaube, die haben wir noch nicht aufgemacht. Das müsste ja hier. Nee, ist nicht hier. Hier. Hier ist es gewesen. Da ist unten die Schublade. Im Bad ist auch keiner drin, also kann. Ach, hier sind jetzt überall. Die Klobrille hatten wir auch noch nicht aufgemacht. Oh, das Blut im Waschbecken. Okay, habe ich auch nicht gesehen. Und ein Schlüssel. Damit kommen wir doch bestimmt hier raus aus der Nummer. Draw. Ach nee. Licht an. Schublade auf. Was liegt denn hier drin? Ach du Scheiße. Okay, Schublade auf, ein bisschen weg von dem komischen Leichnam oder was auch immer das ist. Kriegen die Schublade nicht auf. Oder war da irgendwo noch eine andere Schublade? Gucken wir mal den Klodeckel, da ist ja auch so ein Auge drauf. Den können wir nicht benutzen. Können wir die Schublade denn nicht benutzen? Ja, wir entfernen uns hier mal ganz entspannt. Gucken, ob hier irgendwo anders noch eine Schublade ist, die wir eventuell aufmachen können. Keyboard können wir nichts mitmachen. Ist hier beim Nachtschrank, Nachttisch vielleicht? Nee, geht noch nicht. Mich am PT mit der Stimme, wenn ihr zu creepy ist, mal lieber auf. Ja, Scherzkeks.
Aber es ist schon verhältnismäßig unangenehm. Wir machen erstmal wieder Licht an. Können wir den Flohbeutel hier auch anfassen? Beziehungsweise anklicken? Nee. Und die Schublade kriegen wir immer noch nicht auf. Okay. Und auf dem Klodeckel ist ja eigentlich auch ein Auge, aber mit dem können wir noch nichts machen. Hier können wir auch noch nichts machen. Okay, gucken wir mal weiter. Oh! Alter. Oh, Scheiße. Oh, shit. Okay, gut. Aber ich fasse die Maus vom Tisch gehauen. Habe ich mich erschrocken. Okay. Wir gucken mal weiter. Ja, hier ist immer noch nur die eine Zahl. Ich glaube, wir müssen die Zahlenkette hier vervollständigen. Damit wir... Ist auf jeden Fall von rechts nach links gelaufen. Hast du verpasst. Ja, so kann es gehen. Ich gehe mal hier hin. Was haben wir hier im Karton? Irgendwas? Nö. Können wir auch noch nichts machen. Wo ist denn die fucking Schublade, die wir aufmachen können? Stimmt, hier. Mach mal Licht an. Und guck. Hier ist ja auch nichts. Hier ist auf jeden Fall einfach nur dunkel. Das hilft uns doch nicht weiter. Hier muss doch irgendwo ein Lichtschalter sein. Okay. Hier ist... Ach nee, das ist wieder nur die Gegensprechung. Hier muss dann noch irgendwo ein Lichtschalter sein. Haben wir hier in der Küche noch irgendwo was? Ja, vielleicht noch irgendwo eine Schublade oder so? Nee. Hm. Zum 292. Mal die Schublade versuchen aufzumachen. Da hängt doch irgendwas raus aus der Schublade. Aber wir können nichts machen. Okay. Batterie für die Uhr haben wir auch noch nicht. Haben wir eigentlich sowas wie ein Inventar? Nö, Tab bringt nichts. I bringt auch nichts. F wie Flaschenlampe geht auch nicht. Sound wird Gott sei Dank auch überhaupt nicht immer bedrohlicher. Die Schubladen kriegen wir auch noch nicht auf. Oh, das Bett war aber noch nicht so blutig vorhin. Oder? Nee. Können wir auch nichts aufmachen? Verdammt. Okay, müssen wir uns ein bisschen weiter umgucken. Welche fucking Schublade sollen wir mit dem Schlüssel denn aufmachen? Oder können wir da irgendwie... Oh nee, Draw Key stand ja, es muss ja eine Schublade sein. Alles andere würde ja keinen großen Sinn machen. Okay. Den konnten wir vorhin schon aufmachen. Die anderen sind noch alle zu. Ist hier noch irgendwie eine Schublade? Hier sind noch Schubladen. Ah, okay. Die habe ich natürlich auch nicht benutzt. Ein Zettel mit einer 1. Eine Hand von innen, die die Schublade wieder zugemacht hat. Alter. Und Numberpad 1, die ist doch bestimmt für hier. Ah, hier fehlt die 1, genau. Setzen wir mal ein. Zack. Was ist denn das für ein Bild? Wie sehen die denn aus? Hm. Auf jeden Fall ist die letzte Ziffer eine 2. Aber die anderen drei fehlen uns natürlich noch. Auf jeden Fall ist es wieder hell geworden. Das erfreut mich. Ah, und die zweite Ziffer ist eine 1. So finden wir also die Lösung. Das ist doch schon mal gut. Das heißt... Letzte Ziffer eine 2, zweite Ziffer eine 1. Fehlen uns ja nur noch 2. Gucken, wie es weitergeht. Was haben wir denn eigentlich noch an Aufgaben?
beziehungsweise an Sachen, die wir machen können. Die Sicherung fehlt uns noch. Okay, oder war hier vielleicht noch irgendwo... Vielleicht habe ich ja auch irgendwo so eine Ziffer übersehen. Kann ja auch gut sein. Nee, okay. Den Kühlschrank aufmachen können wir nicht. Okay. Rageo geht auch nicht. Gehen wir mal wieder zurück. Irgendwo müssen wir eine Batterie für die fucking Uhr herkriegen. Vielleicht geht ja jetzt die Schublade hier auf. Okay, geht sie nicht. Klodeckel kriegen wir auch noch nicht hoch. Das Bild hängt schief. Waschmaschine. Brauchen wir auch irgendein Tool für irgendein Werkzeug. Das ist der erste Buchstabe, die erste Zahl. Also 2, 1. Mhm. 2. Kann man es eigentlich anklicken? Nee. The eyes are watching. Eine Zahl fehlt uns noch, um hier rauszukommen. Wo zum Geier ist sie denn? Können wir nichts machen? Ich kann ja einfach mal anfangen einzutippen. 2. Ah, hier haben wir die letzte Zahl. 0. 2, 1, 0, 2. Kann das sein? 2. Waren die anderen jetzt eigentlich? 2. Dritte ist eine 0 und am Ende eine 2. 2, 1, 0, 2. Easy. Ah ja, genau. 2, 1, 0, 2. So. 2, 1, 0, 2. Enter. Okay. Weiter geht's. Sehr vertrauenserweckend, wenn der Gang hier mit schwarzer Folie ausgelegt ist und ins Dunkle führt. Sehr gut. Ja, vielen lieben Dank. Achso, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. A valve with no valve handle. Okay, also brauchen wir so ein Drehkranz-Ding-Teil. Abgeschlossen. Okay. Ah, Radioantenne. Ist ja auch noch zu. Können wir das Radio anschalten? Achso, hier haben wir auch noch irgendwas zum Drücken. Power Distributor with a disconnected red cable. Dann connecten wir doch. Okay, das. Ich würde sagen, von hier nach da muss das wahrscheinlich. Das heißt, da fehlt uns ein Stück Kabellage. Können wir hier durch? Nee, okay. Ist ja auch ein Auge drauf? Nee. Also, Radio war, glaube ich, in der Küche. Washing Machine Tool. Das können wir gerade gut hier brauchen. Machen wir lieber schnell wieder Licht an. Okay. Und das, das Radio ist weg? Okay. Und das ist einfach nur woanders. Nee, ist weg. Okay, gut. Gucken wir weiter. Waschmaschine aufmachen. Und da haben wir Valve Handle. Damit können wir die Valve handeln. Sozusagen. Gehen wir mal schnell hin, bevor uns irgendwas in den Nacken haucht. Easy. Valve Handle anbringen. Und kräftig dran schrauben. Okay. Geht die Tür jetzt auf? Ja, easy. Gut. Sehr gut. Jetzt sind wir auch wieder wach. Perfekt. Dann können wir ja ohne weiteres da durchgehen.
Schnell den Lichtschalter anmachen. Subject has reached primary checkpoint. Activate section 2. Okay. Irgendwas ruckelt hier doch vor sich hin. Wir gehen mal weiter. Okay, okay, okay. Gut. Was ist denn das hier überhaupt? Eine Statue ohne Kopf oder wie? Sculpture with a torn off head. Okay. Why am I here? Das frage ich mich auch gerade. Hier, ach so, Lichtschalter. Ist ja eigentlich an. Okay, aus wollen wir nicht unbedingt machen. Lassen ihn lieber an. Wie gesagt, hier ist zu. Also müssen wir mal weiter gucken. Da war doch wieder irgendwas. Die while you still can. Stirb, während du noch kannst. Toll. Hier sind auf jeden Fall Sicherungen. Ah, eine Sicherung, die wir schnell in den ersten Bereich bringen. Und zwar hier. Was? It's here. Oh shit. Ist aber auf jeden Fall was. Fuel. Okay. Wofür brauchen wir Fuel? Mal das Licht an. Geht nur hier das Licht an. Hier irgendwas Neues in dem Raum? Nö. Ich nicht. Hier ist noch ein Schalter, glaube ich. Ist wieder dunkel. Jetzt ist noch dunkler. Okay, gehen wir hier durch. Können wir das Fuel vielleicht hier verwenden? Nee. Machen wir mal lieber wieder Licht an. Hier ist ja auch noch ein Raum. Der sieht aber verdammt dunkel aus. Vielleicht irgendein. Oh, da ist ja. Was? The noise won't go away. Und hier ist doch wieder so ein Teil. Was sich aber nicht bewegt. Okay. Hier können wir doch bestimmt das Fuel reinpacken, oder? Yes. Der Generator. Jetzt ist es hier hell geworden, oder? Auf jeden Fall sehr merkwürdig aus. Das Man geht auf jeden Fall weg. Das ist gut. Don't use the mainframe. Make it stop. Okay. A socket for mainframe unit. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Licht. Ist hier irgendwo ein Auge? Nichts zu sehen. Was ist das? Das sieht auf jeden Fall ziemlich ekelhaft aus. Aber wir haben zumindest das rote Kabel gefunden. Schnell dahin, wo das rote Kabel rein soll. Big Sis, guten Abend! Na, heute schon gestorben? Innerlich schon mehrfach. Im Spiel noch nicht. Du siehst höchste Konzentration, deswegen habe ich es jetzt überhaupt erst gesehen. Gut. Wir gucken mal weiter. Hier kommt das rote Kabel auf jeden Fall rein. So. Okay. High Voltage. Da sollten wir uns vielleicht ein bisschen weiter wegstellen. Okay. Eigentlich sollte es doch jetzt irgendwohin weitergehen. Hier waren wir hier schon. Welche Richtung? Irgendwas hört sich da komisch an. I can I not remember. Frame for a lever. Also wir brauchen hier irgendwie einen Hebel. Irgendwas ist hier. Hört sich ziemlich komisch an vor mir.
Tür. Ich weiß nicht, ob ich in die Richtung gehen will. Aber ich muss wahrscheinlich. Versuchen wir da hinten einfach durchzulaufen und hoffen uns. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ist das nur ein Spiel? Ja, sehr witzig. So hungry. Okay, er scheint Hunger gehabt zu haben. Clock Battery. Ah, die Batterie für die Uhr auf dem Flur. Das macht hier alles komische Geräusche um uns rum. Okay. Gut, wir schauen mal weiter. Und laufen mal schnell wieder zurück. Nach Möglichkeit, ohne dass uns irgendwas killt. Tür auf. Tür geht nicht auf. Da müssen wir hier zurück. Schnell, 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 schnell. Und hier ist die Uhr. They are coming for me, help. Ja, perfekt. Ah, okay. Was zur Hölle? 12 Uhr. Super. Und die Tür geht auf. Okay. Und da ist natürlich dunkel. Aber da hinten ist ein Lichtschalter. Was soll schon auf dem Weg zum Lichtschalter passieren? In der Dunkelheit. Okay, wir gehen einfach mal geradeaus. Und schalten das Licht schnell an. Was? Get it out of my head, get it out. Okay. Was sind das denn alles überhaupt für Bilder? Alter. Okay. Das ist der Kopf der Statue aus dem Gang. Das können wir ja... Nehmen wir mal auf. Sculpture Head. Okay. Und dann gehen wir wieder zurück. Beziehungsweise gehen wir ein bisschen schneller zurück. Help me, kill me. Super. Was war denn das? Okay, wir gehen wieder zur Statue zurück. Wo ist denn die Statue? Die war doch hier. War die nicht hier? Hä? Hey. Was sind das überhaupt für Kabellagen hier überall? Ach, jetzt die. Hä? Hey? Was war denn dahinter? Ach, hier können wir. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall ist die Statue, wo wir den. Wo wir den Kopf draufsetzen können. Zack. Ganz viele Statuen. Okay. Okay. Gut. Noch eine Statue. Hundestatue mit dem Hebel. Den brauchen wir ja für woanders. Gut, gut. Jetzt kann nur noch alles gut werden. Wahrscheinlich. Okay. Blutdusche, auch nicht schlecht. Aber ich würde schon ganz gerne hier raus. Okay. Scheint nicht zu gehen. Wie zur Hölle kommen wir hier raus? Hallo? Hallo? Es wird immer mehr Blut. Sehr schön. Gut. Hallo, Tür. Hallo. Ja. So langsam ist hier das Blut auch hoch genug gelaufen. Hallo. Tür auf, bitte. Ich kann nichts machen. Es läuft immer weiter nach oben. Beziehungsweise es steht hier jetzt gerade. Können wir irgendwo nach oben gucken oder? Ah!
okay. Secondary checkpoint imminent. Facilitate operation of Section 3. Gut. Also, wir haben das Bild gedreht und dann ist die, hat das aufgehört alles. Das ist doch schön. Super. Kann also nichts mehr schief gehen. Also, jetzt können wir dann... Hier steht jetzt die Statue. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. So, wir müssen aber ja hier durch. Ist das auch noch so eine Statue? Ja, okay. Kommen wir aber nicht. Das ist ja doof. Oder war das hier in die Richtung mit dem Hebel? Das war hier in die Richtung. Oh, Blutspuren. Haben wir eine Statue? Die kriegen wir aber nicht auf. Steht da? Irgendwas mit Nier. The End is Nier, perfekt. Aha. Hier fehlt der Hebel. Rangesetzt und gezogen. Okay. Sesam, öffne dich. Noch mehr Statuen. Die geht nicht. Dann geht die ja bestimmt. Okay. Noch mehr Türen, noch mehr Statuen, noch mehr Kabel. Oh. Mann. Die geht nicht. Also geht die. Es geht hier aber nur eine. Also eigentlich können wir ja kaum was falsch machen. Ist darauf. Ah, hier ist ein Polaroid. Gut. Hier kommt eine Hand raus. Kommen wir aber nicht durch. Die Tür geht auf. Geht die jetzt auch auf? Nee, also müssen wir hier lang. Hier geht's auch lang. Da geht's nicht lang. Irgendwo läuft hier Blut oder so runter. Was zur Hölle liegt denn da? Schnell weg. Und auf einmal ist alles wieder, naja, normal will ich jetzt nicht sagen, aber immerhin ist der merkwürdige Sound weg. Und wir können jetzt nur noch im Kreis laufen. Oder auch nicht. Also. Hey, lustiger Mann mit dem lustigen Teil vom Bauch. Robotic Eye. Sind wir jetzt das Robotic Eye oder wie? Hier ist irgendwas auf dem Boden. 1, 2, 3. Okay. Ah, haben wir jetzt da eingesetzt, das Robotic Eye. Sind es auf einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Robotic Eyes. Können wir da unten drauf klicken? Nee. Können wir überhaupt irgendwo drauf klicken? Ach so, jetzt verstehe ich es. Also, wir müssen erstmal 1 ist hier. 1, 2, 3. Schönen guten Tag, da gibt uns jemand die Hand. Hand. Allerdings keine Ahnung, wofür wir die Hand brauchen könnten. Können wir da nochmal dran drehen? Ne, okay, das war's. Irgendwas müssen wir mit der Hand jetzt anstellen. Da war der Hebel. Aber die Tür geht nicht mehr auf. Können wir da nochmal den Hebel ziehen? Ne. Und zur Hölle. Der Keycard-Lock. Okay. Irgendwo müssen wir die Hand jetzt benutzen. Aber ich habe keine Ahnung. Da wohl nicht. Hier vielleicht. Wieder das Licht aus. Das soll ich wieder anschalten wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ja. Ne, bringt nichts. Okay. Ach, in den Scanner. Na klar. War ja ein Handpalm-Scanner. Also so ein Handflächenscanner. Hand drauf. Scannen. Fertig ist die Laube. Ah, und dafür kriegen wir die Keycard, na klar. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr, wo wir herkamen. Ist ja Gott sei Dank auch nicht dunkel. Perfekt.
Gucken wir erstmal den Lichtschalter. Beziehungsweise. Oh, wo waren wir denn? Ich glaube hier durch, oder? Da war doch irgendwo die Tür mit dem Oh, Alter. Wieder für eine Sekunde irgendwas, das hier vorbeigelaufen ist an uns. Hier war auf jeden Fall die Karte. Perfekt. Tür auf. Da sitzt jemand mit halbem Schädel. Sehr vertrauenserweckend. Steht hier, killed for the creator, killed for the creation. Why, why? Okay, was haben wir denn hier Schönes? Mainframe Processor Unit. Processor Unit has been obtained from previous cycle subject. Prepare Section 4 Event. Gut. Gucken wir mal weiter. Irgendwo war doch dieser Main Processor Unit Teil, denken Sie hier. War das hier hinter? Was war das Teil? Das war es nicht. Das war, glaube ich, in dem anderen Bereich. Sieht auch creepy aus, diese Statuen, dieser Statuenkopf irgendwie. Gehen wir mal wieder zurück. Sind Gott sei Dank auch nicht noch mehr von diesen creepy Statuenköpfen. Perfekt. Oder was soll das hier sein? War doch auch sowas. Schnell den Lichtschalter an. Okay. Ich glaube, am Ende dieses Gangs war das wohl dieses... da wo der Kollege steht. Okay. Gehen wir ihm mal entgegen. Und da ist er weg. Naja, gut. Hier war das doch, genau. Rinn damit. Activate Environment. Protocol 9 complete. All objectives cleared. Open evaluation chamber. Okay. Zur Hölle sind wir denn jetzt? Was sind wir denn überhaupt? Subject X2102 has entered the evaluation chamber. Proceed with Protocol 9 evaluation. Calculate result of experiment cycle 13. Assessment. Subject has completed the route of test environment 1 without deviation. Analyze examined properties of subject within human database 5. No extraordinary physical or psychic abilities have been observed. Confirm. Subject did not demonstrate desired response improvements to threat or fear stimuli. Competence remained regular throughout repetitive direct stress testing. Conclusion. Human modification type 743 failed to enhance subject performance. Okay. Agreed. Evaluation complete. Prepare Protocol 9 test facility for next sequence. Subject has fulfilled the purpose of its existence. Recommend disposal. Oh, schön. Werden wir also entsorgt. Suitable as a specimen for experimental neurocolony X67P. Affirmative. Subject will be transferred to X67P. Disconnect head of subject and prepare for transport. Oh. Okay, also wir sind Game erfolgreich abgeschlossen. Wir sind enthauptet worden. Super Sache. Anscheinend gibt es da schon mehrere, die das versucht haben. Und unser Kopf ist wohl der nächste. Ja, perfekt. Experiment geglückt. Subjekt tot.